Kevin De Bruyne mit der Werder-Raute auf der Brust. Diesen Anblick wird es nur noch bis zum Sommer geben. Unter der Woche haben der Belgier und sein Berater Patrick de Costa erklärt, dass De Bruyne in der kommenden Saison nicht mehr in Bremen spielen wird. Sein Club FC Chelsea hat andere Pläne für den 21-Jährigen. So soll De Bruyne in Zukunft bei einem sportlich besseren Club spielen. Bei Werder Bremen bewertet man trotz der klaren Aussagen des Spielers die Lage anders. Die Verantwortlichen haben den Kampf um ihren Leistungsträger noch nicht aufgegeben. Das interessiert uns momentan überhaupt nicht, was dort für Gespräche von Beratern auch geführt werden, wie der taktiert wird. Ich habe, wie gesagt, eine andere Aussage von den Beratern bekommen. Ich wusste von dem Gespräch in Chelsea und habe die Aussage eben bekommen, dass dort noch nicht so viel klar ist, dass dort noch nicht klar ist, wer dort am Ruder sitzen wird und entscheiden wird, wer wo spielt. Und dass das noch völlig offen ist. Kevin hat mir auch eine andere Aussage dazu gegeben. Das ist aber, wie gesagt, auch irrelevant für uns, sondern wir wollen einfach zeigen, wir sind ein guter Verein für Kevin. Seine Entwicklung ist sehr, sehr positiv. Und es muss ein anderer Verein erstmal bringen, was wir getan haben. Beim Training am Donnerstag stand neben De Bruyne auch wieder Clemens Fritz auf dem Platz. Der Kapitän absolvierte Teile der Einheit mit dem Team. Als die Kollegen zum Trainingsspiel aufliefen, war Fritz aber außen vor und trainierte individuell. Für eine Schrecksekunde sorgte Mehmet Ekici. Der Türke blieb nach einem Foul von Sebastian Prödel am Boden liegen, konnte aber anschließend weitermachen. Doch gab es auch schöne Szenen, wie die mustergültige Kombination vor Nils Pedersens Tor zum 1:0. Ungefähr so dürfte sich Trainer Thomas Schaaf das auch für Sonnabend wünschen. Dann empfängt Werder den FC Schalke 04 im Weserstadion.